Ja, hallo erstmal. Wir sind die Gruppe Micropayment Chip und wir stellen Ihnen heute eine Möglichkeit vor, wie Sie leichter, effizienter und einfach sicherer bezahlen können. Zuerst mal ein kleines Beispiel. Sie müssen sich vorstellen, Sie stehen am Bahnhof und warten auf Ihren Zug, der kommt, nehmen wir mal an, in 3 Minuten. Und Sie wollen aber unbedingt noch einen Kaffee haben, weil Sie müde sind. Sie haben nur noch einen Schein dabei und ja, das ist einfach nervig. Und wir haben eben jetzt eine Lösung entwickelt, wie man einfach mit einem einfachen Chip, der nennt sich NFC-Chip, einfach bezahlen kann. Das heißt, man zieht ihn dann quasi an einem Scanner vorbei und hat bezahlt. Man bekommt dann auch eine Notification aufs Handy und das war's. Das funktioniert in dem Fall ganz einfach. Hier dieses schöne N, hier ist einfach der NFC-Chip in dem Fall, sendet eine Anfrage an die Kasse. Diese antwortet dann über so einen ganz kleinen Chip mit einem Code, der dann an den NFC-Chip angelangt. Der generiert dann 6 Stellen, damit der Code auch sicher ist. Heißt, man sich nicht quasi einloggen kann und das Geld einfach abfangen kann. Von dort aus, also wenn die Kasse den Code dann empfangen hat, wird er dann an den Server weitergeleitet. Wir haben es bei Mastercard genommen. Man kann aber auch PayPal oder Visa nehmen. Und von dem Mastercard-Server, also besser gesagt von dem Kreditkarten-Server, wird dann nochmal eine Sicherheitspin an den NFC-Chip gesendet. Und dann über den NFC-Chip nochmal bestätigt und dann über Bestätigung dann ans Handy und an die Kasse weitergeleitet. Und es sieht dann folgendermaßen aus. Also hier haben wir jetzt den Server, also den Mastercard-Server, dieses Skript. Und auf der anderen Seite haben wir die Kasse. Und jetzt müssen wir, der Mastercard-Server läuft schon, jetzt müssen wir bei der Kasse praktisch den Kauf praktisch starten. Jetzt müssen wir hier eingeben, wie viel das Ganze kostet. Das macht die Kasse dann eigentlich automatisch. Jetzt sagen wir einfach mal, wir kaufen für 2,30 € und jetzt einen Kaffee oder was auch immer. Jetzt generiert das hier die ganzen Codes und sendet die Anfrage. Jetzt müssen wir hier ist der Scanner, der mit dem NFC-Gerät drüber gehen. Jetzt kann man hier sehen, dass der Server auch die Anfragen empfangen hat. Und jetzt bekommt man per E-Mail, weil wir es leider noch nicht geschafft haben, eine App zu programmieren, hier Zahlungsbestätigungen. Und schon hat man bezahlt. Hier steht auch Payment completed.